3. Weiter geht's! So, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Evil Within. Ja. Und ja, diesmal hat's mich getroffen, ich darf heute spielen und wir sind ja in diesem Wald wieder aufgewacht, nachdem wir mit dem Streifenwagen, ja, ihr habt's gesehen, Rettungswagen kollidiert sind und jetzt sehen wir plötzlich hier... Die Batterie ist fast leer. Das sehen wir plötzlich. 20 Minuten wird er schon noch halten, wir dürfen nur nicht vergessen, dann... Oh, der ist da hungrig, ne? Wir sehen einen Schatten und der snackt, ne? Der gönnt sich gerade richtig. Snack that. Da, 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 da. Snack that. Aber wir haben eine Lampe, wir haben eine Schrotflinte. Scheiße, Mann, was macht der da? Der snackt eine Runde. Das ist bestimmt hier unser Zombiefahrer, der gönnt sich. Hat auch den Esel gegessen. Der hat aber ordentlichen Hunger, Alter. Ah, jetzt nehmen wir den Revolver auf, den wir schon hatten. Was ist das Mädel? Romilly oder so hat er gesagt. Romilly. Ah, das ist der Fahrer oder nicht? Romilly. Oh. Hey, nein, das ist der Fahrer. Oh, nee, das ist der Fahrer, der das Ding frisst, glaube ich. Nee, doch, das ist unser Fahrer. Gib ihm. Oder muss das Thema Munition müssen gespart werden. Ja, ich habe nur 3 Schuss gebraucht, das war gut. Nur 3 Schuss, du hast ihm in den Torso geschossen. Du schießt den Zombie nicht, ja, in den Torso. Aber der war so schnell, der hätte uns sonst gefickt. Und guckt euch mal unsere Energieleiste an, die ist nicht besonders gigantisch. Das Weiße? Ja. Aber das ist echt nicht viel. Hier ist wieder ein bisschen Gel. Gel immer mitnehmen. Grünes Gel. Damit unsere Castellanos Haare auch gut sind. Wie waren nochmal hier die Nahkampfattacke, Leute? R2. What the fuck? Das will ich jetzt nochmal sehen. Doch, zeig mir das. Unser Waffenarsenal. Zeig es mir. Aha, eine Panzerfaust. Da sind alle Waffen, die ich schon im ersten Durchgang freigeschaltet habe. Das ist gut, weil wir spielen nicht mit den besten Spielern. Nicht <Arsch. lacht> Nein, weil nichts gegen euch, aber wenn ihr mal daneben schießt. Es ist nicht so schlimm für Let's Play, technische Gründe. Und das hört sich jetzt scheiße an. Wir können also eine Panzerfaust benutzen. Nein. Ja, wir können eine Panzerfaust benutzen. Nein. Weißt du, ich spiele die nächste Runde. Wir müssen trotzdem, guck mal, wir haben immer nur 6 Schuss, wir müssen trotzdem mit der Munition sehr sparsam umgehen, so viel kann ich schon sagen. Und wir werden das auch hinkriegen. Ich würde für meinen Teil ganz klar sagen, ich werde nur in Notsituationen natürlich dieses Waffenarsenal benutzen. Also wenn der nächste Zug auf mich zustimmt, wenn ich mit der Panzerfaust das Ding wegballern. Ich werde Ezio mit der Panzerfaust... Ja, ne, also das wird. Ich bezweifle, dass Ezio auf die Panzerfaust reagieren wird. Na, ist mir egal. Das nehmen wir das Guck mal, grünes Gel. Grünes Gel. Ja, wir müssen auf jeden Fall ihr. Das ist ja nicht schlecht, dass wir das haben. Ich meine, das Spiel ist schwer genug. Das ich brauch das auch. Oh, das ist der kleine Junge. Wesley Winkle. Lass ihn mal reden. Hör auf, Leslie. Wolltest du mich gerade warnen? Du bist Leslie, oder? Ich bin Polizist. Ja. Hallo, ich Tarzan, du Jane. Ich gehe nur ins Krankenhaus. Krankenhaus. Der hat nicht so die guten Erfahrungen im Krankenhaus gemacht, glaube ich. Ja, ich verstehe. Das sind Fallen, die müssen wir uns auch mal angucken. Da können wir sonst reinlaufen. Und das ist also, da kann man reinlaufen oder sollte man aber nicht reinlaufen, ja? Genau, und da kriegt man dann Teile für und da können wir später was mit upgraden. Aha. Wir müssen jetzt später hochleveln. Da haben wir so jetzt Drahtklauen. Sprinten kann man auch. Okay. Jetzt können wir auch sprinten, genau. Schön. Das heißt, man muss laufen, das ist kein gutes Zeichen. Nein, eigentlich nicht. Selbst. Gesundheit. Schulz. Kannst du da runter? Kann ich bestimmt noch runter. Ich nicht zu schnell gehen, sonst. Seien Sie Ihre Haare nach heute. Huch. Alter, wir brauchen Ich wollte eigentlich nur schlagen, aber hat er nicht gemacht. Ja, du kannst die Waffe locker wegstecken, du weißt noch nicht wie. Nee, man kann nur so. Geh doch mal auf Optionensteuerung. Ja, das mal. Geh mal auf Optionensteuerung. Das kann man nicht, Leute, ich weiß. Nimm mal das, die Railgun. Das Railgun, das ist der. Ja, die ist nämlich auf 4, Dreieck, Mann, ihr Pflaum. Haben wir doch gesagt. Was ist auf Dreieck? Du bist ein Dreieck. Doch, Dreieck ist Nahkampf, Mann. Gib ihm hart. Das sieht ja irgendwie komisch aus hier. Das sieht schon aus wie so hier. Hand of Blood! Hey, Schwester! Ui. Oh. Spieglein an der Wand. Nimm das grüne Gel und geh in den Spiegel. Das ergibt so viel Sinn, das kann ich überhaupt nicht. Es wirft so viele Fragen auf. Einfach nicht drüber nachdenken. Voll im Brainfuck, oder? Ja. Du hast den Spiel kaputt gemacht. Scheiße.
Das gibt richtig Pech, Alter. Scheiße. Muss aber mal gucken, Musik aus dem Spiegel. Musik aus dem scheiß Spiegel. Ich komme da nicht drauf klar. Da, und da war ich so, guck mal, ja, du hast, die Wand ist auch gleich mit kaputt. Was hast du denn für eine Kopfnuss verpasst? Ja, und wir wachen wieder in dem Haus auf. Wieder in dem scheiß Zimmer, in dem wir eben aufgewacht sind. Ich verliere den Verstand. Ach was! Ist nicht wahr. Komm, fahr doch mal die Toilette nach dem Weg. Oh nee, es ist ein anderes Zimmer. Nee, es ist nicht. Ist das gleiche verfickte Haus. Ich frage mich, was hier der böse Traum ist. Du bist ein böser Traumspeicher. Er dachte erst, dass er geträumt hat, wo er in dem Krankenwagen war, aber jetzt ist er wieder da, ne? Ja. Was ist Traum? Was ist real? Auf jeden Fall ist das alles ganz furchtbar abgefuckt. Das ist Psycho-Scheiße. Ja, Mann. Das ist richtiger Psycho-Scheiß. Ich glaube, jetzt können wir auch schon wieder... Ist nicht gut? Ja. Doch, doch. Oh, das ist cool. Nein, gehen Sie ruhig wieder in die Zimmer. Wir gehen gleich wieder durch den Spiegel, ne? Ja. Na, wir haben die Abkürzung durch den Spiegel genommen. Ah, da ist der Spiegel kaputt. Genau, da können wir jetzt wieder durchgehen. Da kommen wir immer wieder zum Speichern zurück. Das ist so eine Zwischenwelt. Es werden immer mal wieder solche Spiegel erscheinen. Was? Ja. Die waren doch auf Drogen, wie sie das ausgelassen haben. Okay, fassen wir das mal kurz zusammen. Du kannst in diesen zwischendimensionalen Raum, in deinem Krankenzimmer, in dem du deine Fresse in den Spiegel schlägst. Ja. Was war Köpzis? Kein Ding, mach ich auch jeden Tag. Ja, sollte man mal machen, ne? Ist das eine Schaufelarmbrust? Eine Armbrust. Aber mit was hast du die gerade gespannt? Das war kein Pfeil. Ich weiß nicht. Explosivpfeile, glaube ich. Wechsel mal eine Waffe, ich will sehen, was er einspannt. Nimm mal den Revolver und dann noch. Ist das eine Schaufel? Ist das eine Armbrust, die mit Schaufeln schießt? Wie geil ist das denn? Nee, Mann, ich schieß nicht mit Schaufeln. Aber die ist schon. Da kann man eine Explosivpfeile, die brauchen wir später. Irgendwann mal. Oh, hier, passt auf. Ist Leslie. Ne, okay, der linke war Leslie. Doch. Der rechte nicht. Den kannst du auch von hier. Gib ihm doch einen Headshot. Vielleicht können wir den auch von hinten abmorksen und Munition sparen. Vielleicht kannst du auch noch einen Weg fragen. Oh ja, ja, hier. Okay. Sagt er ja auch gerade. Wusste ich gar nicht. Mit dem Messer, wir haben ein Messer. Ist schon mal geil. Gib ein Messer, Junge. Gib ein Messer, Alter. Bam! In your face. Nee, den Hinterkopf. In your Hinterkopf. Backhand. 200 Punkte grünes Gel. Ja. 200 Einheiten feinstem grünen Gel. Extrahiert aus dem Hinterkopf eines Zombies. Matrosenzombies. Yankees. Aber ich glaube, wir sollten diesen kleinen Psycho-Jungen mal retten, ne? Der rettet uns. Jetzt zum zweiten Mal. Obwohl, nein, er hat uns gewarnt und dann gerettet. Kannst die Lampe auffüllen. Neue Lampe. Nimm die Lampe. Die ist nur so zur Zierde da, glaube ich. Oh, sprinten, sprinten so dem kleinen Jungen hinterher. Nee, nicht so schnell. Wir müssen hier ein bisschen... Vorsichtig sein? Ein bisschen vorsichtig sein. Finde ich gut. Das ist cool. Und ich glaube, hier... Weißt du, du hast das ja schon mal gespielt, du. Ja. Let's Play Major. Oh, Tür immer ganz leise auf. Ja, wir machen sie leise auf. Wie das gehört, damit es auch niemandem auffällt. Weißt du... Jetzt, wie hast du die Lampe ausgemacht? Auf R2. Oh Gott, R2. Wir schleichen durch die Nacht mit der verdammten Öllampe. Jo, warte mal, ich glaube ich... Ja, hier sind Gegner. Gegner. Gegners. VBT, VBT, es gibt keine Gegners. VBT, VBT, es gibt keine Gegners. Hey, seid ihr hier aus der Gegend? Sein Scheiß! Was sagt der? Sieht aus wie Tom Petty aus Afrika. Geh nicht ins Licht. Hat er gesagt? Nö. Achso. Würde ich noch fehlen. Oh. Aha. Scheiße. Ja. Der Hinterwäldler digitiert zu. Mutanten-Hinterwäldler. Ja, das ist doch die Figur vom Cover. Da kommt noch ein zweiter! Hey, oh. Two-Face! Jo, bleib mal hinter dem Heubein. What the fuck? Oh, hier, wir können auch Flaschen nehmen, das ist auch ganz wichtig. Ja, werfen, ne? So, wirf die mal. Genau, da können wir werfen und die ablenken. Verarsch mal den Zombie. Müssen wir mal gucken. Gib ihm doch Kopf, Alter. Gib ihm Kopfschuss. Genau, schmeiß ihm die Flasche ins Gesicht. Ah, wir stehen im Schatten, die sehen uns nicht. Okay.
im Kopf. Er wirft doch. Ja, ich weiß nicht, ob wir den, der wäre da sowieso lang gegangen. Schieß ihn doch ab! Nein, wir müssen sparen. Ich wollte sagen, sparen wir lieber die Munition. Das ist ein ganzes Raster voller Waffen, kleine Typen weg. Die haben nur ein paar Schuss. Die haben nur ein paar Munition. Ein paar Munition nur. Ich habe nur ein paar mit Munition, ne? Nein, wir müssen Munition sparen. Wenn wir so weiter, kommen wir keine 20 Meter. Der hat dich. Der hat dich. Okay. Aber meinst du, das kriegt der andere nicht mit, ja? Doch. Wir kriegen noch was in. Aber du hast Sorge, dass wir schlecht schießen könnten? Schlag ihn. Schlag ihn doch. Wieso schießt der denn daneben? Du schießt daneben. Wenn du einen Stick nach rechts betätigst. Das hier wollte ich haben. Highspeed-Zombie. Bam! Das war ein Treffer. Pass auf, wir müssen bei diejenigen, die... Oh, Munition. 30 Schuss. Look, 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 look. Das ist entweder jede Menge grünes Gel oder Säure. Wir haben auch eine Maschinenpistole. Die kriegt man erst nach dem Durchspielen. 200. Wir müssen die Gegner, die auf dem Boden liegen, verbrennen. Hier sind Streichhölzer, weil sonst stehen die wieder auf. Die jedenfalls die, wo wir nicht den Kopf geschossen haben. Die, wo wir den Kopf weggeschossen haben. Verbrennen wir mal lieber. Was für eine Scheiße. Verbrenn den auch. Ne, den habe ich den Kopf weggeschossen. Verbrenn den lieber wir haben, auch. Wir haben nur begrenzte Streichhölzer, der steht nicht wieder auf. Das ist sogar Streichhölzer. Oh, hier. Müssen wir auch hier. Ja, den würde ich auch verbrennen. Ja, den müssen wir verbrennen. Na, vertraue der Hure nicht. Der Hure? Der Hure auch nicht. Der Hure vertraue ich nicht. Ich vertraue auch dem Sofa nicht und dem Schrank vertraue ich nicht. Denn ich schlafe in der Dusche. Munition? Nee, Munition für die Pistole, das ist schon mal gut. Und steck doch mal alles ein, gleich einstecken, da weißt du, was du. Zack, zieh mal ein bisschen. Das war Energy, Energiespritze. Aha. Die könnten wir uns eigentlich gleich mal einverleiben. Ich weiß nicht mehr genau, wie das ging. Der ist schon so lange nicht mehr gespielt. Aber wartet mal, wir müssen unbedingt den Revolver hier wieder oben auf die auf die Schnellzugriffstaste oben legen. Genau so. Das ist. Boah, Respekt. Der hat ja. Habe ich schon aufgelevelt alles. Ja, Nachladen hast du gelevelt, ja? Ja, habe ich alles gelevelt bei der Waffe. Ja, hier können wir uns verstecken. Okay, das brauchen wir jetzt aber nicht. Also, wie kann man sich nochmal diese scheiß Spritze geben? Wartet mal, das müsste ich nochmal wissen. Was denn? Nicht, spiel weiter. Ja, kein wir müssen Problem. Uns mit Energie aufladen. Weil sonst... ist eine Batterie. Mich wundert in dem Spiel gar nichts mehr. Ist eine Batterie. Oh, hier, guck mal, das ist gefährlich. Da mal schleichen wenn du sowas. Warum hey. Deaktivierst du sie nicht? Ja, weil genau. Ich euch das gerade sagen möchte. Na, Leslie hat uns doch gezeigt, wie das geht, ne? Ja, Wesley oder Leslie? Immer schleichen. Leslie. Wie kann man diese verdammten Spritzen nehmen? Ich brauche es jetzt! Ist die Lampe? Na, werden sie uns vielleicht noch erzählen. Oh, steht da. Bums ihn gleich weg. Einfach bumm. Genau, Sniper ihn weg. Genau so. Aber jetzt lass dir mal Zeit beim Schießen, ja? Und gib ihm. So, du sagst, komm weg. Normalerweise hätte man das Gewehr zum Beispiel an der Stelle noch gar nicht. So, ja, wir haben es. Wir haben es, genau. Weißt du, Kontrollpunkt erreicht, ne? Du siehst den Nagel im Gehirn. Wir haben ein Problem. Aha. Das war ja schön Nachbarschaft hier, ne? Naja, wir müssen aufpassen. Ja. Der bleibt liegen, ja? Ja, den haben wir in den Kopf weggeknallt. Okay. Alles klar. Können wir da so lassen. Oder was? Flasche? Streichhölzer! Drei Streichhölzer! Wir können nur maximal 5 mit uns führen. Aha. Also, wenn wir mehr finden, bringt's. Weißt du, ne, gehen wir mal kurz aufs Inventar. Das möchte ich mal kurz zusammenfassen, ne? Für alle, die nicht richtig zugehört haben. Er hat 2 Pistolen, eine Schrotflinte, eine Panzerfaust, ein Scharfschützengewehr, ein Sturmgewehr, Stielhandgranaten, eine selbstgebaute Überarmbrust, aber kann nur 5 Streichhölzer betragen, ja? Nur 5 verfickte Streichhölzer. Mehr Platz ist nicht in der Tasche. Aha. Vor allem, was sind das für Streichhölzer? Peter, ich sag doch, da sind solche Dinger oder was? Das sind Überstreichhölzer. So. Guck so mal, ein Brett. Den will ich messern eigentlich. Den willst du messern? Gib ihm Messer. Ja, der hat mich schon gesehen. Aha, der hat auch hier eine Fackel. Der hat seine eigene. Schieß ihm doch mal in den Kopf.
Ja, der wackelt zu sehr. Du wirst schon sehen, wie einfach das mit dem Schießen ist, wenn du dran bist. Gib mir eine Maus in der Tastatur. Gibt's hier nicht. Guck mal, den müssen wir verbrennen. Ja, du mich nicht abgeschossen hast. Ja, mit der Pistole platzt der Kopf an. Oh, hier Munition. Oh, so eine Kiste. Ein Schuss. Jetzt gehen wir mal zurück und holen uns noch ein Streichholz aus der Schachtel. Eine Patrone, zwei Patronen. Patron. Nimm das Streichholz. Das ist der Schutzpatron. Und den können wir wegsnipen. Yippie, ins Gesicht, das geht doch. Mit einer leichten Verzögerung, das kommt so. Naja. Na, das ist eine Bärenfalle? Will ich nicht reintreten? Wo ist eine Bärenfalle? Da liegt eine Bärenfalle. Da, Bärenfalle. Da liegen mehrere Bärenfallen. Ah, das ist auch so eine Leslie-Falle, ja? Oh, deaktiviert. Oh, sind sogar noch mehr davon. Wir können auch Gegner an diese Fallen locken. Das müssen wir später auch noch nutzen, wenn wir ganz wenig Munition haben. Ich wette, das wäre der Trick gewesen. Du hättest den Typen mit der Glasflasche abgeworfen, ja, hergelaufen und wahrscheinlich schon. Aber diese Punkte, die sind ja bestimmt wertvoll, oder? Ja. Trap Points, da ist wieder eine Falle. Falle. Trap Points sind wichtig, ja, da können wir dann Sachen aufleveln mit. Trap Points? Ja, was willst du noch aufleveln? Andere Seite zum Deaktivieren der Falle. Andere Seite. Oh Gott. Ja, eine Frage ist, wir schießen ja die ganze Zeit gehirnamputierte Zombies weg. Wer ist so schlau und baut also Fallen? Dann weißt du, ich würde. Also, Logik in dem Spiel ist so. Nee. Logik. Nee. Das glaube ich ja nicht jetzt, ne? Ruh dich aus, aber. Warte mal, was ist denn das? Ach, da kann ich unter das Bett. Du kannst unter das Bett? Okay. Ohne das zu. Alles klar, er kann unter das Bett. Ja, da könnte ich mich verstecken halt, aber. Oh, hier. Energiespritze? Energiespritze? Nimm doch mal die Energiespritze. Ja. Geh doch mal ins Inventar. Wie denn? Ins Inventar. Wo denn? Ganz links, also. Ja. Auf 11 Uhr, da, Energiespritze. Ist er das? Ja. Ja. Dann nimm doch mal. Alles, die konnte man auch auf einer Schnelltaste nehmen. Zack. So, gib ansammeln, gib ihm. Aber wo war das? Na egal, werden wir schon noch rausfinden. Ja. Das ist ein gutes, ein schönes Spiel. Das ist ein schönes Spiel. Stress mich nicht. Es ist mich total kalt. Es kribbelt mich überall, ich habe ja schon keinen Bock mehr. Tada! Grünes Gel! Grünes Gel, Zombie, Mannmarsch! Wo? Da, da. Guck mal in die Ecke. Boah, 600 ist nicht wenig, da war einer. Ich hab ihn genau gesehen. Den kenne ich. Soll ich den hinterrücks am Morcheln oder wegschießen? Der macht immer Ärger. Schleich dir mal dran hier. Komm, du bist doch unser Ninja. Ne? Finde ich auch gut, wir müssen da, oder? Ja, dann nimm ich aber die Bärenfalle mit. Oder lock den da mal rein. Zu spät. Der kommt auch, glaube ich, nicht aus dem Haus raus. Bärenfalle. Ich möchte wirklich sehen, pass auf die Bärenfalle auf. Danke, Leute. Ich hätte zu gern gesehen, wie es aussieht, wenn so ein Zombie da reinläuft in die Bärenfalle. Ist auch so ein Ding. Wir werden noch. Wo denn? Links. Stopp. Nein. Dreh dich nicht so schnell. Na, dreh dich. Stopp. Ganz leicht links. Echt? Nicht? Blumen. Blumen und Bärenfalle. Ich hab nicht von den Blumen geredet. Es war ein Stein. Ja, es war ein Stein. Scheiße. Da ist grünes Gel und er verteidigt es. Ah, der hat gar keine Haare. Was macht grünes Gel? Es leuchtet grün. Ich wollte es dir schon die ganze Zeit sagen. Ich wollte es die ganze Zeit schon sagen. Aber ich fand es zu assi. Ja, jetzt im Schleichmodus muss er da runterfallen. Er hat ein riesen Ding auf dem Rücken und das fällt nicht auf. Würfel irgendwas. Gib ihm hart! Yeah. Zack, gib ihm Messer! Gönn dir noch ein bisschen grünes Gel aus seinem Kopf. Musst du den jetzt auch anzünden? Weil ja, doch, den muss ich anzünden. Das knistert immer so schön, ne? Gekriegt. 1400! Barbecue! Das war nicht wenig. Wir dürfen nur nichts liegen lassen, ja. Ist ja ganz schön heiß hier, ne? Ja, mir. So, okay, sind wir ja schon wieder ein bisschen weiter gekommen. Ja, geht. Hier ist auch eine komische Tür mit so einem Drehrad. Drehrad! Oh oh! Hey! Oder mach die beiden. Ja, dreh mal lieber, ne? Ich würde sagen, du solltest mit dem Drehen ein bisschen bei. Soll ich drehen oder töten?
Die hat dich voll weggekickt. Das ist ja geil. Das sind ja Ghetto-Zombies. Fickt euch. Er kommt da und kickt dich weg. Burn. Ich habe jetzt damit gerechnet, dass der dich knuddelt und dir den Kopf beißt. Ja. Aber nicht, dass er kommt und dich weg. Der knuddelt bestimmt. Was hinter dieser Tür ist, sehen wir in der nächsten Folge. Und ihr wirklich richtig still seht, wenn das Licht angeht. In der nächsten Folge, alles klar. Danke fürs Zuschauen. Wie euch die Folge gefallen hat, schreibt es in die Kommentare, gebt einen Daumen nach oben und auf den ganzen Übrigen. Genau.